Ja, ihr Lieben, heute gibt es eine Nachricht zu verbreiten. In fast 20 Jahren Kölner Golfwoche müssen wir eine Entscheidung treffen. Der liebe Jogi Knappers und ich bin gerade in Burg Zibel. Ihr habt das mitbekommen, die letzten Tage, die ganzen Unwetter, die ganze Situation, die wir auch haben hier in der Eifel, bringt uns dazu, dass wir den letzten Spieltag am 31. Juli 2021 nicht in der herkömmlichen Form durchführen können, wie wir es eigentlich im Sinn gehabt hätten. Ihr bekommt alle nur eine Information im Detail, die gemeldet waren. Und Jogi, ganz lieben Dank. Vielleicht kannst du mit ein paar Sätzen schnell schildern, was ist in den letzten 3-4 Tagen passiert. Ja, also ein tausendjähriges Hochwasser kam letztendlich über die Eifel, über den Kreis Euskirchen. Viele sind dramatisch getroffen. Wir haben Mitglieder, deren Häuser weggespült worden sind. So, wir als Golfplatz natürlich hart getroffen, sieht dramatisch aus, ist aber letztendlich dann im Vergleich zu denen, die nichts mehr haben, nicht so schlimm. Aber ein Spieltag wie die Kölner für die Golfwoche, den Endspieltag, dafür reicht es dann einfach doch nicht. Und ja, ich bin froh, dass wir eine Lösung gefunden haben, wie wir damit umgehen können. Genau, Jogi, herzlichen Dank. Auch besten Dank für den Schwenk. Jetzt habt ihr ein paar Eindrücke gesehen, wie es hier aussieht. Es ist wirklich nicht bespielbar im Moment. Und es gibt eine Lösung, das heißt, alle, die regulär gemeldet sind für kommende Woche am 31. bekommen einen Ersatztermin, den werden wir nachholen. Und abends feiern wir schön im Hotel Lindner in Köln. Aber das werden wir euch nur sagen. Als kleines Dankeschön für den Jogi, eine Legende, ich freue mich sehr. Ihr wisst ja vielleicht, weltweit sind wir die Einzigen, die einen Golforden produzieren, einen Kölner Golforden. Und das ist mir jetzt eine besondere Ehre für das Verständnis, für den Kompromiss, den wir jetzt gefunden haben, den ersten 2021, den ersten Golf-Virus-Orden zu überreichen, den lieben Jogi, für unsere Gemeinsamkeit, für unser Tun. Als Ordensträger der Kölner Golfwoche jetzt besondere Verantwortung und eine besondere Aufgaben. In diesem Sinne, Jogi, herzlichen Dank. Vielen Dank, und der erste Orden in meinem Leben.